Ach nee, ach nee, ach nee. Ja, ihr wundert euch, warum ich in den Keller gehe, aber ich weiß, ich muss noch hier an das Fass gehen und etwas zu essen mitnehmen, weil Madame sich ansonsten sagt, nein, wir können doch nicht gehen, ohne was zu essen mitzunehmen. Ich verhungere ja. Mi, 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 mi. Eine große Jackkeule haben wir gefunden. Natürlich, ist am logischsten, nicht ein Schweinebraten, nein, dann wäre Hamlet traurig. Jetzt haben wir alles. Lass uns verschwinden, bevor die Soldaten auftauchen. Bevor die Soldaten aufwachen, meinst du? Ja, also am Ausgang hätte ich nur gesagt, nee, wir müssen was zu essen mitnehmen, lass uns mal im Keller nachschauen. Den kleinen Zwischenschritt habe ich dann übersprungen. Endlich geht es los. Gehen wir zu deinem Haus. Ich mache mir um deine Großeltern Sorgen. Ihr eilt zu Wills Haus. Über die tolle Weltkarte. Ich weiß nicht, die ist irgendwie auch irgendwie ganz, ganz komisch. Ich weiß es nicht richtig. Ich weiß nicht, ob ich sie schön finden soll oder verstörend irgendwie. Es ist. Ich weiß es nicht. Die Musik ist okay, aber. Dass sie sich so langsam dreht, ist auf jeden Fall nicht schön. Wir sind wieder am Südkap. Wir haben die Prinzessin entführt. Mario wird bald kommen und uns aufspüren. Dann haben wir es hinter uns. Okay, unser Haus sieht aus wie Arsch. Was ist? Ist etwas passiert? Nee. Opa und Oma haben gefeiert. Schrecklich, wer könnte das getan haben? Wo sind meine Großeltern? Großvater Bill, Oma Lola. Ich schau oben nach. Ja, schau du oben nach. Tja, die Bücher sind etwas verstreut. Es ist alles etwas im Arsch. Das Bild ist noch ganz okay, würde ich sagen. Was? Ach Mann, ich hasse Spiele, in denen man so schnell alles wegdrücken kann. Sie hat gesagt, Will, schnell, komm rauf, ich habe etwas entdeckt. Das weiß ich erstens, weil ich es schon 100 Mal gelesen habe. Und zweitens, weil ich ein relativ fotografisches Gedächtnis habe und es kurz genug gesehen habe. Was ist geschehen? Dort an der Wand. Das Zeichen des Schakals. Der Schakal war hier. Der Schakal? Er ist ein Jäger und arbeitet für meine Mutter. Ach, das ist der, von dem wir schon gehört haben. Das Böse wohnt in ihm. Er hat keine Skrupel. Nichts kann ihn aufhalten, wenn er jemanden jagt. Das Leben eines anderen bedeutet ihm nichts. Aber warum meine Großeltern? Hi, die Lilliblume. Hi, Lilliblume. Habt keine Angst, ihr beiden. Du bist diejenige, die... Wer bist du? Ich bin eine Freundin von Will. Lilly, weißt du, was geschehen ist? Sorge dich nicht. Deine Großeltern sind beide in Sicherheit. Sie sind in meinem Dorf. In deinem Dorf? Das ist Ituri. Ich habe noch nie von diesem Dorf gehört. Natürlich nicht. Mein Dorf ist von einer mystischen Barriere umgeben. Normale Menschen können es nicht sehen. Okay. Komm mit, Will. Na gut, ich komme. Ich will auch mit. Das ist zu gefährlich für eine Prinzessin. Mein Vater ist König. Ich mache, was immer ich will. Gott, dumme Schlampe. Ich mag diese Frau nicht. Mein Reden, Lilly, mein Reden. Blumenmädel. Zickt euch halt an, es ist mir egal, ich gehe saufen. Ich gehe in die Fischerhöhle unten zu den Jungs. Die wissen, was Sache ist. Tschüss. Nee, 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 nee. Geh einfach weg. Was macht der dumme Fischer? Er schafft's immer noch nicht. Jungs, helft mir, den Frust wegzusaufen. Na, oh, sie sind alle hier. Was ist mit dir, Will? Du siehst so bedrückt aus. Willst du nicht darüber sprechen? Was ist los? Du benimmst dich so wie der gute... Benimmst dich nicht so wie der gute alte Will. Haha, ich werde ganz sicher gewinnen, ja bla. Ich kann zaubern. Jetzt geht's mir wieder besser. Jetzt kann ich mir den dummen PMS-Zickenkrieg Terror wieder geben. Für eine Minute oder so, bis ich wieder ausrasten muss. Was die Kinder auf dem Dach machen, will ich überhaupt nicht wissen. Die sehen absolut zugedruckt aus. Die bewegen sich so langsam. Und haben so starre Gesichtsausdrücke. Das ist ganz komisches Drogendorf. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Wir sind so fertig mit der Welt. Bereiter werden wir dann mal. Ich bin sicher, dass alles gut werden wird. Wenn ihr bereit seid, können wir aufbrechen. Du hast es aber eilig. Oh, zickend, aber... Warst du schon jemals vom Schloss weg? Nein, deshalb will ich mich euch hier anschließen. Weißt du überhaupt, was in der Welt passiert? Will ist mein Freund, verstanden? Jetzt geht's los. Hey Will, bist du nicht auch mein Freund? Ich gehe ins Dorf. Ich begleite euch, auf geht's. Zusammen beginnen die drei ihre Reise zu Lillys Dorf. Oh shit.
Ein Glück, dass ich die Reise über nicht hören muss, was die labern. Oh Gott, ich würde ja meines Lebens nicht mehr froh. Ituri. Es besteht nur aus Gras. Lily ist verrückt. Das ist mein Dorf. Ihr seid sicherlich überrascht, keine Häuser zu sehen. Wohnst du im Gras? Will, spiel die Melodie, die du von Lola gelernt hast. Tut das automatisch? Nee. Wohin gehst du, Will? Spiel die Melodie. Ich habe einen Knopf gedrückt. Es hat ihr nicht gefallen. Sie ist eine Zicke. Oh, das Lied ist noch ausgewählt. Sanft spielst du die Melodie, die Lola dir beibrachte. Jetzt müssen wir sie schon das dritte Mal hören. Wetten werden noch angenommen, wie oft wir es insgesamt hören müssen, bis das Spiel zu Ende ist. Über ein Dutzend Mal, weniger als ein Dutzend Mal, über 50? Der Gewinner kann einen virtuellen Keks gewinnen. Von mir selbst geskriptet. Durch den Wind getragen, verteilt sich die Melodie über den ganzen Ort. Die Melodie war hell. Die Musik war sehr hell. Die Musik tut mir in den Augen weh. Ach so. Okay, jetzt sehe ich, klar. Seid ihr überrascht? Eine Barriere umgibt das Dorf. Die wenigsten Leute können es sehen. Es ist ein uraltes Mysterium. Die Prinzessin nervt langsam. Ständig beklagt sie sich. Ja. Ständig. Ich sag halt ständig. Ist normal. Ich kann nichts dafür. Meine Füße tun weh. Reit doch auf deinem Schwein. Na gut, dann komm mit mir. Ich zeig dir mein Haus. Schweineprinzessin. Schweineprinzessin. Geh weg. So. Ich bin sie los. Die Häuser sind schön hier, das muss ich sagen. Die Inkas, die hier lebten, waren ein Volk ohne Schrift. Ihre Legenden leben in Liedern weiter. Auch in scheinbar bedeutungslosen Melodien steckt ein Sinn. Das hört sich schön an. Hi, in diesem Dorf gibt es Kinder im gleichen Alter wie ihr. Bitte werdet Freunde. Oh, hi, Lola und Bill. Will, schnell hier herüber. Du lebst, den Göttern sei Dank. Etwas Schreckliches ist uns passiert. Ein Mann, der sich Schakal nannte, suchte uns mit seinen Schergen heim. Nur knapp konnten wir ihm entkommen. Selbst Großvater geriet in Panik. Da kam ich auf die Idee, sie zu vergiften mit einem Stinktierkuchen. Schließlich floh ich. Okay. Hab Dank, Lily. Ich wusste nicht, dass Prinzessin Kara auch gekommen war. Niemand hat sie gebeten, mitzukommen. Das hier ist mein Haus. Schau dich im Dorf um, aber komm dann wieder hierher zurück. Lilly, warte, ich komme mit. Mi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier oben ist, ja, ihr habt's Blitzen gesehen, ein ganz, ganz versteckter. Ein ganz versteckter, den wir aber wollen. Oh, hi. Das bedeutet, wir bekommen für diese Form, nämlich die Form von Will, eine neue Fähigkeit. Das sieht dann immer so aus. Die Statue hält uns die Fähigkeit entgegen. Und wir nehmen sie jetzt im Empfang. In Empfang, würde ich sagen. Und der Jingle. Psycho-Dash-Kraft kann nun verwandt werden. Nur Will kann den Psychodash einsetzen. Du kannst Hindernisse und Wände zerschmettern, indem du dich dagegen wirfst. Ich lese jetzt später. Benutze den Angriffsknopf, um Energie zu sammeln. Hier können wir es schon mal üben, denn das hier zählt als Kampfgebiet. Hier kann man angreifen. Sonst nicht. Ich halte Angreifen gedrückt. Und ich blinke. Ich bin Mega Man. Ich bin Samus. Ich habe einen Charge Beam. Charge Beam. Nein. Charge Bums. Ich habe einen Charge-Bums gemacht. Oh, ich habe nicht gespeichert. Ich gehe nochmal zurück und Charge-Bums schnell noch die Speicherstatue. Ja. Mach nicht das jetzt zu Ladezeiten. Du bist nur das SNES. Wir wissen genau, dass du keiner hast. Ah, ich war noch nicht aufgeladen. Komm. Ja, es funktioniert. Du bist verwundet. Schließe deine Augen. Höre meine Ratschläge. Willskraft, der Psychodash. Er kann damit Hindernisse zerstören. Achte auf verdächtige Stellen. Findest du eine, versuche sie zu zerstören. Schön speichern, ja. Fortsetzen, ja. Gut, lass mich raus hier. Wollt ihr euch mit jedem laber? Seid ihr geil auf die Story? Dann sagt's bitte, wenn ihr auch so in Zukunft für andere Spiele, wenn ihr wirklich alles sehen wollt, euch mit jedem mal laber, dann sagt nur Bescheid, dann mache ich das.
Und wir fliegen! Und bam, jetzt haben wir uns alle Knochen gebrochen. Eine leise Stimme spricht zu Will. Eine fremde Stimme. Ich habe auf dich gewartet, Will. Ja. Und zwar? Ach, ich muss die Leiter nehmen, ich kann nicht runterspringen. Tja, wer hat auf mich gewartet? Die Höhle? Was eine trostlose Musik. Hört ihr was? Fällt euch was auf? Kein Geräusch. Kein Geräusch. Plopp, plopp. Was könnte das bedeuten? Bumsen wir die Wand. Bumm.